eure Nordkap-Tour liegt hinter uns und wir sind jetzt auf dem Weg wieder südwärts, haben auch schon einige Kilometer wieder vom Nordkap runter zu uns geschafft. Und ich möchte euch mal unsere ersten Tage in einer Kurzversion vorstellen, denn es gab ja nicht jeden Tag so viel zu sehen, weil man ja auch unheimlich viel fährt und abends eigentlich nur dann auf den Stellplätzen ist. Deswegen hier eine kleine kurze Version von den ersten Urlaubstagen Nordkap 2018. Leute, der Startschuss ist gefallen. Wir starten jetzt los zum Nordkap. 3 Tage lang haben wir gepackt, 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 gepackt. Und jetzt geht es los. Also um 15 Uhr heute soll die Fähre nach Trelleborg starten und da müssen wir jetzt schnell nach Rostock. Servus. So, jetzt sind wir von der Fähre, nee, wir sind noch nicht runter, wir sind im Auto. Ich hatte ja die totale Angst gehabt, dass bei 6 Stunden Fährfahrt das Gefrierfach nicht durchhält, weil man ja das Gas abstellen muss. Aber toi, 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 es hat alles durchgehalten. Ja, Michael hat mir gerade mitgeteilt, dass wir ja dann, wenn wir ja heute in Trelleborg bleiben, morgen nach Helsingör fahren. Und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, ich höre nicht richtig, weil dann hätten wir auch mit der Fähre nach Geetza fahren können. Von Geetza 170 Kilometer mit dem Auto nach Helsingborg und wären schon längst in Helsingborg. Also dann ist das nicht die optimale Fähre für uns. Achtung, jetzt wird es gleich laut. Ja, es geht. Also haben wir jetzt entschlossen, dann heute noch bis nach Helsingborg zu fahren. So, da sind wir mal gespannt, ob unser Navi uns jetzt hier richtig bringt. Wir haben nämlich in der Nähe von Helsingborg einen Stellplatz an einer Marina ausgekundschaftet. Ja, und jetzt wollen wir mal schauen. Das sieht ja ziemlich einsam hier aus. Ob das alles jetzt hier so hinhaut. Tatsache, guckt euch das an. Da sind wir. Hier ist Tatsache ein Stellplatz. Guckt euch das an. Hat schon mal geklappt. Ging es ja dann Richtung Nyköping und am Abend dort angekommen, stellten wir halt fest, dass in Nyköping der Stellplatz recht gut besucht war. Das hatten wir uns schon gedacht, weil es ja auch Pfingsten war. Wir haben dort unser Wohnmobil ver- und entsorgt und sind dann einfach weitergefahren. Es gab auch noch einen Vorschlag, 30 Kilometer weiter auf einen anderen Stellplatz. Dort sind wir auch hingefahren. Das war aber leider an einem Industriehafen nicht wirklich sehr schön. Und dann haben wir auf dem Hinweg aber circa 2 Kilometer vor diesem Industriehafen einen Ort gesehen mit einem schönen See und direkt einen Parkplatz an dem See. Und dort sind wir dann zurückgefahren und haben dort den Abend verbracht.
Tag ging es dann weiter. Unser Ziel war an diesem Tag Umea. Das ist eine recht lange Strecke gewesen, 750 Kilometer. Wir haben es auch fast geschafft. Circa 50 Kilometer vor Umea haben wir in Sadusan an dem Campingplatz gehalten. Dieser Campingplatz hatte noch nicht auf. Wir haben uns einfach da vorgestellt und haben dann an dem Abend noch gekocht und einen Strandspaziergang gemacht. Und das war es eigentlich auch. Dann sind wir dann irgendwann in die Koje gefallen. Am nächsten Tag ging es dann weiter Richtung Umea, Töre. In Töre sind wir dann abgebogen Richtung Norden auf die E8 und haben den Polarkreis überquert. Dazu gibt es auch ein paar Bilder. Liebe Videofreunde, wir befinden uns jetzt am Polarzirkel. Wir betreten jetzt arktisches Gebiet. Wir haben das Gröbste hinter uns und geschafft. Und ja, wie ihr seht, es ist warm draußen. So warm hatten wir es am Polarkreis noch nie. Richtig schön, wir freuen uns. Und jetzt geht es ganz schnell weiter, damit wir vorwärts kommen. Ja, und nach dem Polarkreis ging es dann zügig Richtung Norden. Gab halt nicht so allzu viel auf dieser Tour zu sehen. Viel Wald, 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 wie es immer so ist im Norden. Ein paar Rentiere. Ja, und dann am Abend, das war schon 20 Uhr, waren wir immer noch auf so einer Hochebene und es kam und kam kein Ort. Es war sehr karg und einsam. Es gab keine Stellplätze, irgendwo eine Möglichkeit. Und Gott sei Dank, irgendwann fingen dann wieder ein paar kleine Ortschaften an. Dann waren wir schon wirklich sehr weit vor, also oben im Norden bei den Samen und waren direkt vor Finnland, haben wir dann in Karesuando gehalten. Tatsache, doch Tatsache, echt noch einen Stellplatz gefunden, sogar mit Strom. Völlig easy hier. Den Ort, da muss ich ja noch mal gucken, wie der heißt. Das ist so schwierig auszusprechen. Ist ganz, also Strom geht auch, ist alles offen. Das ist ein kleiner, wie so eine Art, ja, so ein Bauernhof. Und hier gibt es so kleine Hütten, wo man halt übernachten kann. Und ja, es ist total ländlich hier. Wir haben auch schon die Duschen inspiziert. Die zeige ich euch jetzt mal. Also total niedlich eigentlich. Und hier, das sind die Duschen. Total putzig. Voll das alte Klo und alte Waschbecken, blau. Ach, naja, mach mal Licht an. Hier, ganz alt. Alles ganz alt, aber es ist ordentlich und vor allen Dingen ist es sauber, kann man gar nicht anders sagen. Und hier ist noch so eine Dusche. Ja, und da gehe ich morgen und wasche mir meine Haare und dusche und dann können wir frisch und sauber
zum Nordkap fahren. Prost, Leute. Das haben wir uns verdient. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Schaumstoffteil für das Mikro ist. Das ist doch Tatsache gefunden. Lag auf dem Weg. Ich hab's wirklich unterwegs von verloren. Das ist immer blöd mit der GoPro, dass du das Mikro nicht festmachen kannst. Ich habe nicht immer Lust, dieses Metallgehäuse drum zu machen, wo man den Mikroaufsatz reinmachen kann. Also habe ich so eine Hand genommen. Ja. Hab's verloren. Gott sei Dank, ich habe gerade geguckt, denk, da liegt was Schwarzes. Ich hab's gefunden. Zeig euch mal die Sonne. Ah. Guck doch mal. Wir sind im Land der Mitternachtssonne. Ist das geil, ey. Oh, ich freue mich so. Ist so schön. Ich finde, ich liebe das. Leute, jetzt habt ihr gegessen. Oh, Hunger. Essenszeit.